Ja, grüß euch und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Adventure Time 74 zu einem neuen Video. Long time no see. Es ist einiges passiert in den letzten Monaten, seit ich das letzte Video aufgenommen habe. Ja. Und weil euch das interessiert, warum jetzt nichts gekommen ist, keine Videos und so weiter und so fort. Bleibt dran, gleich nach dem Intro. Bis gleich. Ja, was ist passiert? Warum keine Videos? Ganz einfach, das ist ja eigentlich fast reiner, das ist eigentlich ein reiner Motorvlogging-Kanal, also ohne Motorrad hat das ja keinen Sinn und das war auch das Problem. Hatte Probleme mit dem Motorrad und zwar betrifft, da hat es das leidliche Thema betroffen, die Kupplung, und ich habe da nicht den Fehler gefunden und war dann auch ziemlich angepisst, weil mir funktioniert hat. Naja gut, zur Chronologie. Anfang des Jahres hatte ich ja Probleme auch mit der Kupplung. Habe den Geberzylinder ausgetauscht, alles super, hat funktioniert. Einige Zeit, ja, dann ist wieder dasselbe Problem gewesen, die Kupplung ist wieder weich geworden. Und ja, was habe ich gemacht? Woran kann es dann liegen? Ja, es gibt da drei Möglichkeiten. Entweder hat der Geberzylinder was, hat der Nehmerzylinder was, oder es ist Luft in der Leitung. Ja. So, nachdem ich den Geberzylinder ausgetauscht habe, auch etliche Male entlüftet habe und der Nehmerzylinder erst circa eineinhalb Jahre alt ist, habe ich mir nicht mehr weiter gewusst. Habe gedacht, das kann nicht sein. Ja, was gibt es da für Möglichkeit? Internetrecherche, LC8 Forum. Ja, was ergibt die Recherche? Die Druckstange eventuell hat ein Problem. Musst du tauschen. Ja, so. Das habe ich irgendwann am August, habe ich das alles bestellt. Habe aber überhaupt keinen Bock mehr gehabt aufs Reparieren. Hab das alles verschoben, dann habe ich Urlaub gehabt und dann, ja, dann haben wir das große C auch gehabt. Ganze Family. Somit, ja, habe ich es nicht repariert, haben wir das nicht angeschaut. Ich habe dann Ende Oktober jetzt das Motorrad dann Zweitviertel dann transportiert mit Anhänger, um da mehr Platz zu haben und ja, da habe ich einfach andere Möglichkeiten als wie in Wien in der Garage zu werken. So, ja, was habe ich gemacht? Druckstange ausgetauscht, war ja vorher, jetzt kenne ich mich da auch ein bisschen besser aus, wo der Kupplungskorb sitzt, wo die Kupplung sitzt etc. Das alles überprüft, das funktioniert alles. Okay, erste Probefahrt. Erste Probefahrt, 2 Kilometer, selbe Problem wieder, super scheiße. Wieder zurück. Nochmal, oben der Geberzylinder getauscht. Okay, Probefahrt. 2 Kilometer, wieder dasselbe Problem. Kupplung wird weich, wieder zurück. So, letzte Möglichkeit. Der Nehmerzylinder, der ja neu ist. Habe ich dann den Oberon gegen den Sigotech getauscht. Und siehe da, es funktioniert. Es war der Nehmerzylinder das Problem. Weil ich das früher gewusst hätte, das ist auch alt von einer halben Stunde. Rein, raus, entlüften, neu befüllen, fertig, aus. Das ist immer viel Ärger und Nervenersport. Aber egal, jetzt bin ich wieder da. Genieß nur die letzten schönen Tage im November. Wir haben heute, was haben wir heute? Im 12. November. Bei kuscheligen 10 Grad, 12 Grad plus. Ideal, taugt mir. Jetzt fahre ich nur ein bisschen. Schauen wir mal, ob noch ein paar Tage, ein paar schöne Tage kommen, ich glaube eher weniger, ob morgen wird es wieder regnerisch, Nebel. Aber ich lasse jetzt nur so lange angemeldet, bis dann wirklich der Schnee kommt. Vielleicht fahre ich da noch ein paar Mal. Ich habe noch einiges aufzuholen, nachdem ich ja, ja
fast 4 Monate nicht gefahren ist und die eigentlich die Saison verstreichen ablassen und nichts getan habe. Ja, getan habe ich schon was, aber das Reparieren, das hat mich in Nerv gekostet. Und in die Werkstatt fahren wollte ich nicht schon wieder, das kostet Unmengen Geld und ja. Ja, und dann sage ich mal danke, dass trotzdem mein Kanal nicht deabonniert habt. Das haben zwar einige gemacht, einige viele sogar, ja, sind 15, habe ich sicher 16 Abonnenten verloren. Aber um das geht es ja nicht, ist ja egal. Wird schon wieder kommen. Steht nächstes Jahr am Programm. Ja. Es wird soweit sein, dass ich mir was Neues in den Stall stelle. Ich weiß nicht, ob ich mir die Karte, die 99 jetzt geholt. Oder ob ich sie verkaufen werde, ich weiß noch nicht. Schauen wir mal, was der Kurs ist für die Maschine. Ich sollte nicht mehr sehr viel kriegen für 100. Was habe ich jetzt? 137.000 Kilometer. Schauen wir mal, also seid gespannt, was wird. Also, Tendenzen sind da. Es wird wieder sowas wie dieses ein Adventure Bike werden, ob es jetzt ein KTM ist, ein BMW, Honda, Africa Twin oder was weiß ich, sogar ein Ducati oder Vorstrom, irgend sowas. Egal, es wird irgendein Reisebike sein, wo man gerade oben sitzt, breiten Lenker, große Räder. Das taugt mir, da wird ja auch bleiben und ja, schauen wir mal, was kommt. Seid gespannt und wir sehen uns demnächst wieder, irgendwann, nächsten Jahres, vielleicht sogar noch heuer. Sage danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.